Darf ich vorstellen, das ist die Alligator-Pistolenarmbrust, ja, mit einem verlängerten Schaft, der das Spannen etwas einfacher macht. Wenn du wissen willst, was diese 80 Pfund Pistolenarmbrust kann, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop über Lebenskunst. Schön, dass du hier am Bogenkanal dabei bist. Es geht um diese Pistolenarmbrust, diese Alligator. Die mag ich dir vorstellen und dieses Teil, das gibt es entweder in grün oder in schwarz. Hier übrigens mit Sonderzubehör. Was kriegst du? Was ist der Lieferumfang? Die komplette Armbrust, so wie du sie hier siehst, mit dem Schaft, mit diesem Untergriff, mit dem Bogen, 80 Pfund und Kimmekorn. Es gibt auch die Möglichkeit, hier Leuchtpunktvisierer oder Zielfernrohre drauf zu machen. Das zeige ich dir dann nachher gleich. Und der große Vorteil von diesem Teil hier ist ganz einfach, dass das Aufspannen einfacher funktioniert. Du drückst diesen Hebel hier, dann lässt sich ja diese Einrichtung hier nach hinten ziehen und das heißt, du kannst einfach, hast einfach viel mehr Hebel zur Verfügung. Und das ist besonders bei den Damen, wir haben das ja bei anderen Armbrüsten auch immer wieder ein Problem, dass das Spannen nicht funktioniert. Und das ist bei der hier ohne weiteres, auch meine Frau kann das hier ohne weiteres machen mit diesem 80 Pfund Bogen und das finde ich durchaus in Ordnung. Gut, schauen wir uns mal an. Du kannst diesen Schaft hier Längen verstellen, das ist hier die weiteste Position, aber du kannst doch näher ranfahren. Hier, da ist da eine Schiene vorgesehen, hier sind Schrauben und du kannst hier immer weiter nach vorgehen und kannst sie auch relativ kurz halten, wenn du das magst. Weiß ich jetzt nicht, ob das sinnvoll ist. Das Korn kannst du runter montieren, die Kimme kannst du runter montieren, ups, das ist gleich der Versprecher gewesen, und kannst zum Beispiel ein Leuchtpunktvisier, das ist natürlich auch billige Eigenwerbung bei mir im Shop gibt, oder ein Zielfernrohr montieren, also das ist alles überhaupt kein Problem, das ist ganz gut. Und da du ja eine richtige Visierlinie aufbauen kannst hier, oder man kann es mit einer Pistolenarmbrust so auch auflegen, aber du kannst hier richtig schön anlegen und warten und dann auslösen, ja, also das ist einmal super gegeben. Das passt irrsinnig gut. So, und ja, das ist mal die eine Geschichte. Hier vorne am Griff, weil da so eine Art Picatinny-Schiene dabei ist, hier bei der schwarzen siehst du das, dachte ich, da kann man vielleicht anderes Zubehör anbringen, aber das ist leider nicht der Fall. Die ist nämlich schmäler als die klassische 11 mm und dadurch ja, hält das Ding nicht gescheit. Ob da ein Griff oder irgendwas anderes drauf montiert ist, das geht nicht. Eben nur dieser Griff, der schaut hier nach hinten. Ich würde aber empfehlen, ich habe es jetzt nicht gemacht, aber wir haben es schon ausprobiert, den nach vorne, diesen Teil, also umzudrehen, dass dieser Teil nach vorne schaut. Denn dann kannst du da reingreifen und brauchst nicht hier vorne greifen zum Aufspannen. Und das ist durchaus positiv, das finde ich durchaus in Ordnung. Sie ist recht leicht und kompakt. Ja, gefällt mir irrsinnig gut, ist wirklich lieb, ist ein nettes Spielzeug. Und das finde ich auch ganz interessant. Du kannst hier diese Sicherung leicht ausbauen, so wie man das zum Beispiel bei der Steambo Stinger, ja, die du ja vielleicht auch schon kennst von mir aus dem Shop, ja, kann man auch die Sicherung ausbauen. Und das geht hier auch sehr, sehr einfach. Übrigens, meine Kunden kriegen auch Zugriff auf ein How-Do-Video, wie man sowas macht. Also das ist auch keine große Hexerei. Eine Sache, wenn wir jetzt hier die Stinger gleich dabei haben. Bei der Stinger hast du ja ein Magazin, ne? Da kannst du ja mehrere Bolzen nacheinander schießen. Das geht hier nicht, also es ist nicht möglich, das Magazin hier zu montieren. Das ist leider so. Schade eigentlich, aber ja, ist ganz einfach so. Jetzt wollen wir schießen. Also ich habe hier hinten meine Zielscheibe, die es übrigens auch bei mir im Shop gibt, die ideal für Pistolenarmbrüste ist, zum Beispiel auch für die Stinger oder eben für diese Alligator. Du spannst auf und du hast gesehen, es geht relativ leicht. Es geht wirklich relativ leicht. Also wenn ich das vergleiche mit anderen Armbrüsten, das hat wirklich was. Du kannst sie dann auch wieder entspannen. Bitte, das, so mache ich das. Ich kann keine Haftung dafür übernehmen, dass du dir nicht dabei wehtust. Ja? Aber wenn du jetzt nicht schießen willst, spannst du hier ein. Ziehst ab. Na? Na? Trau dich. Ja? Aber jetzt. Und lässt das dann nach vorfahren. Und so kannst du entspannen. Aufpassen, dass du dir nicht, wie man in Österreich sagt, den da in die Goschen haust. Ja? Also da ein bisschen aufpassen. Also Spannen ist sehr, sehr einfach möglich. Du hast ja einen schönen Hebel für Frauen, vielleicht auch ganz hinten nehmen, damit die Hebelwirkung noch besser ist, dann nach vorziehen. Vorher, also vor dem Öffnen, aber bitte hier unbedingt drücken. Wir haben immer wieder mal Kunden, die das nicht mitgeschnallt haben und dann da so lange angezogen haben, bis das abbrochen ist. Das ist nicht die Idee. Pfeile. Klassische 6,5 Pfeile, entweder von EK
oder natürlich auch die blauen, die ich vorher gerade verschossen habe von der Firma Steambo, passen hier, aber auch anderes Zeugs. Ich würde aber nur Aluminium nehmen, keine Plastik, denn die zerreißt, wie man auch so schön in Österreich sagt, also die zerspringen ganz einfach. Also da hat die Armbrust doch genügend Power, dass diese Plastikteile im Ziel oder auch hinten, ja, hinten da, ja, an der Auflage, jetzt fällt es mir nicht ein, an der Nocke, das ist das richtige Wort, an der Nocke zerspringen, also das ist nicht so toll. Gut, und das Visieren ist ziemlich einfach, also das gefällt mir auch richtig gut, weil du hast Kimme und Korn und kannst dich richtig schön konzentrieren. Ja, also du kannst natürlich auch pistolenmäßig schießen, was ich ja zum Beispiel überhaupt nicht tue. Also wenn du schon andere Videos von mir gesehen hast, ich hole immer das relativ nah her, weil ich halt so gewehrschützenmäßig unterwegs bin. Und bumm, rawumstika bumsi und die Sache ist erledigt. Der Abzug ist auch relativ angenehm, also der hakt nicht. Lässt sich sehr, sehr gut machen. Aber eine Sache jetzt gleich, ja. Du hast es eh gesehen. Schau mal her. Da, ja, wie ich jetzt geschossen habe, hast du gesehen. Ne? Schau mal her, da, diese Sehne. Die reibt da doch relativ stark an dieser Schiene. Und wenn man da reinschaut, die ist richtig, also der Bogen ist relativ tief unten. Also man merkt das auch. Und daher reibt dieses Ding hier. Bitte, 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 bitte Sehnenwachs, Schienenwachs oder Silikonspray verwenden, damit hier, weil das auch relativ einfach geht, klack, klack und schießen, damit die Sehne nicht durchgeht innerhalb kürzester Zeit. Dass die Sehne Ersatzteil ist und ein Verschleißteil, das ist sowieso klar. Aber es macht die Sache doch etwas einfacher, wenn du, und das sage ich jetzt ganz ehrlich so dazu, weil eigentlich ist es schlecht für mich, ne? Weil wenn die Sehne schneller hin ist, musst du schneller bei mir eine kaufen. Nein, aber das will ich ja nicht. Das ist ja nicht das Ziel dahinter. Sollst du lange Freude haben. Daher nimm Pflegemittel und kümmere dich um die Sache. Dann hält die Sehne auch viel länger und das ist die Idee dahinter. Ja, also alles in allem, Daumen nach oben. Sprechen wir noch ganz kurz über die Visierlinie. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Stinger, ich schieße die Stinger zum Beispiel auch immer so, obwohl man das ja pistolenarmbrustmäßig ist. Bei der Stinger zum Beispiel ist es so, dass die Visiereinrichtung hier vorne montiert wird, so Scout-mäßig sozusagen, ja, von diesem Scout-Konzept. Das heißt, ich kann hier, ich habe hier alles im Blick, habe das nicht so nah herbei und habe dann mehr instinktives Schießen. Das ist hier nicht der Fall. Das heißt, das Leuchtpunktvisier funktioniert hier natürlich auch, aber ich habe gar nicht diesen Augenabstand. Ja, der da eigentlich ganz cool wäre, aber macht jetzt nichts. Dafür hat das hier den Vorteil, und ich möchte auch gleich dazu sagen, dass du hier Zielfernrohr montieren kannst, was da bei dieser Stinger zum Beispiel irgendwie nicht so cool möglich ist. Ja? Also für schnelles, instinktives Schießen, wo ja auch dieses Magazin hier vorne sinnvoll ist, diese Magazinarmbrust sinnvoll ist vorne, also das ist hier hinten, das ist eher etwas, um präziser schießen zu können. Das ist der Fall. Und jetzt noch einmal, weil die Frage sicherlich kommen wird, weil sie schon einige Kunden gestellt haben. Ich nehme jetzt von der Stinger dieses Griffstück, das es auch einzeln zu kaufen gibt natürlich, und montiere das hier vorne. Ne? So, das geht jetzt mal grundsätzlich. So, montiere, schraube hier fest. Ja. So, und fürs Erste denkt man sich, boah, dann ist sie noch cooler. Ja, stimmt auch, aber ich zeige dir jetzt was. Schau mal her, okay? Ich weiß nicht, ob du das siehst, schau mal her. So ist es jetzt normal. Und jetzt ziehe ich hoch. Schau mal, wie sie sich nach unten biegt. Schau mal. Das hält nicht hundertprozentig. Also wenn du das anklebst und fixierst und anmachst und irgendwas tust, dann ist es natürlich möglich, auch so zu arbeiten. Und das macht natürlich das Spannen noch einmal viel lustiger und schöner. Standardmäßig geht das nicht. Das ist nichts für eine Fire-and-Forget-Lösung, sondern für die Bastler, die das hier noch einmal verstärken. Wie gesagt, ich habe alles schon ausprobiert. Funktioniert nicht wirklich. Wäre schön, ist aber nicht so. Dann musst du ganz einfach die Original-Stinger nehmen, dann ist das auch ganz klar. Die gibt es natürlich auch bei mir im Shop, das ist eh logisch. Bleiben wir gleich dabei. Und zwar, ich habe jetzt hier unterschiedliche Bolzen. Das sind jetzt die blauen Bolzen von der Firma Steambo für die Stinger. Ich habe jetzt zum Beispiel, und ich meine, das gibt es alles bei mir im Shop logischerweise. Eh klar. Diese Teile haben normalerweise Federn drauf, ne? So wie da. Die gehen aber mit der Zeit runter. Egal, ob du auf das klassische Ziel schießt, auf das Stinger-Ziel, das es auch bei mir im Shop gibt, oder die Stronghold, wo ich zuerst drauf geschossen habe, die dringen ganz einfach so tief ein. Wenn du auf kurze Distanz schießt, auf, weiß nicht, sind das 6 Meter oder 5 Meter oder so irgendwas, ja, dringen die so tief ein, dass die irgendwann mal abfallen. Du kannst bei diesem Teil hier auch ohne, ja, wirklich, also auch ohne diese Federn schießen und treffen, zumindest auf diese Distanz hier jetzt,
Geht genauso. Weil du hast ja keine Halbmondnocken oder sonst irgendetwas, sondern es ist ja im Endeffekt egal, außer beim Broadhead, da kommen wir dann noch dazu. Also das geht einmal auch. Das ist das eine. Das andere ist, das würde ich aber jetzt nicht auf Dauer machen. Ja? Du kannst hier im Standby sozusagen bleiben. Ja? Ja? Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe das Ding jetzt so in dieser Art und Weise und habe sozusagen eines vorgeladen. Das geht bei vielen anderen Armbrüsten nicht, weil diese Feder einfach nicht stark genug ist. Ja? Ich komme dann gleich dazu und dann sage ich, okay, und jetzt ist Feuer frei beim Schießen und dann ziehst du das hier hinten rauf. Das ist aber nicht gut für diese Feder hier. Für diese Feder ist das überhaupt nicht gut. Das heißt, das würde ich nicht auf Dauer tun, weil manche Kunden das auch schon getan haben und permanent so tun, dann bricht diese Feder und die kriegen wir extrem schwierig. Also im Endeffekt ist das dann ein Totalversagen von der Armbrust. Das sind halt die Nachteile, wenn man Teile aus Asien holt. Wenn ich da jetzt zum Beispiel, es tut mir jetzt leid, wenn ich da immer wieder Schleichwerbung für meine geliebtes Dinger mache, wenn ich ein Produkt habe, das halt aus Österreich kommt, wobei auch hier asiatische Teile verbaut sind, aber dann ist das eine ganz andere Wertigkeit. Also uns muss ganz einfach klar sein, dass das hier ein Spaßprodukt ist, das einfach lieb ist. Ja, und es ist auch lieb. Ja. Also das geht auf jeden Fall ohne Probleme, ist auf jeden Fall machbar so. Mit der Zeit wird der Bogen auch locker, das heißt, du musst hier immer wieder mal ein bisschen nachziehen, einfach so als Idee. So, und was auch geht, das ist das hier. Und zwar die Broadheads, die wir auch von das Ding erkennen, die passen hier vorne genau durch. Das ist nämlich wichtig. Ich habe schon Leute gehört oder in einem Forum habe ich gelesen, die so breite Spitzen da machen wollten. Da haben wir immer gedacht, wie soll das da vorne durchgehen? Das kann man zwar abmontieren, aber soll so sein. So, also wichtig ist, dass das bei diesem Broadhead hier vorne durchpasst und das tut es auch. Dann setzt du hier ein den dazugehörigen Broadhead, der da ist natürlich, wie gesagt, für das Ding eigentlich vorgesehen und schieß mit den Broadheads auch nicht zu viel auf diese Ziele. Du machst sie kaputt, außer du willst wieder bei mir ein neues kaufen, dann macht das natürlich, ist das klar. Zack, bumm und den Broadhead reingeschossen. Ist schon cool. Wenn du mich bei dieser Alligator jetzt fragst, Reini, welche Zielscheibe, die dünne, klassische, die du hast, die auch für das Ding passt, oder die Stronghold, dann sage ich, beide sind möglich, ja, so wie ich das auch bei der Stinger sage. Die hier ist günstiger, aber hat halt auch nicht so viel Fett. Das heißt, wenn du nur bei Pistolenarmbrust bleibst, dann ist das durchaus in Ordnung. Wenn du aber auch andere Armbrüste schießt, die ein bisschen mehr Power haben als dieses kleine lustige Teil hier, dann würde ich auf die Stronghold greifen. Kriegst du natürlich beide bei mir im Shop, aber das ist Geschmackssache. Ja, das war das Video zu unserer Alligator-Armbrust. Die gefällt mir in Schwarz sogar noch ein bisschen besser als in Grün, aber das ist Geschmackssache. Und eins muss uns auch klar sein, das ist ein Ding zum Spaßschießen. Dass die nicht so super verarbeitet ist wie andere Armbrüste, die auch das Dreifache oder Vier- oder Fünffache sogar kosten. Das muss auch klar sein, dass das nicht alles in einen Guss ist, dass das alles ein bisschen wackelt und so. Das muss einfach klar sein, aber zum Spaßschießen ist die absolut okay. Und was ich wirklich, das ist meine tiefste Überzeugung, wenn ich jetzt eine klassische, nicht die Stinger, sondern eine normale Cobra da liegen habe oder die, dann nehme ich die. Warum? Weil es einfach viel mehr Spaß macht, mit diesem längeren Schaft hier zu schießen und auch auf Präzision, auf weitere Distanzen, ich ganz einfach viel ruhiger anlegen kann mit diesem Schaft hier. Also die taugt mir irrsinnig, ist ganz einfach so. Jetzt bist du dran. Schreib mal einen Kommentar, was du von dieser Alligator-Armbrust hältst. Ich finde, dass das ein cooles Teil ist. Ich gebe da natürlich auch billige Eigenwerbung, den Link in meinen Shop. Schau dir das ganz einfach an. Ja, das war's jetzt. Ich werde den Sonnenuntergang hier noch genießen und noch die eine oder andere Runde mit der Stinger und mit dieser Alligator-Armbrust hier schießen. Übrigens, wenn du Bogensportler bist, Bogensportlerin und gerne mal, ja, Bushcraft auch betreiben willst, dann komm auf Aldulab.at in unser Bushcraft-Areal. Dort gibt es einen eigenen kleinen Parcours. Da gibt es auch die Möglichkeit, mit den Armbrüsten zu schießen. Lohnt sich ganz einfach. Das war's. Daumen nach oben oder nach unten. Kommentar schreiben. Abo da lassen für die neuesten Videos. Aber andere Link natürlich in meinem Shop findest du auch. Das war's, dein René Rossmann. Bis bald und ciao, ciao.